Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem lustigen Auto, hergestellt aus einem Fichtenzapfen. Dann benötigen wir noch 4 Holzscheiben, entweder von einem dünnen Baum oder aber von einem dicken Ast abgeschnitten. Es sollte ja eigentlich ein Rennwagen werden, aber meine Holzscheiben sind mit 6 cm Durchmesser einfach zu groß. Und so ist es wohl eher ein Trecker geworden. Wir benötigen einen großen und gerade gewachsenen Fichtenzapfen und 4 Baumscheiben. Dann benötigen wir noch einen Sektkorken. Da habe ich ein lustiges Gesicht drauf gemalt. Und rings um den Kopf herum auch noch einen Sturzhelm. Mit der Heißklebepistole werden nun die Holzscheiben an den Fichtenzapfen geklebt. Dafür geben wir großzügig Kleber auf den oberen Teil der Scheibe und kleben es an das hintere Teil von dem Zapfen. Schön andrücken und warten, bis das Ganze trocken ist. Und mit dem zweiten verfahren wir genauso. Das Ganze nach dem Ankleben auch auf die Erde stellen und zu sehen, ob das auch bündig ist. Und so wie man die hinteren Räder angeklebt hat, so kleben wir auch die vorderen Räder an. Und nach dem Kleben auch sofort wieder auf die Erde stellen, um zu schauen, dass die Räder nicht wackeln, dass alles eine Ebene ist. Und nun wird noch der Fahrer aufgeklebt. Dafür geben wir etwas Heißkleber entweder auf den Korken oder auf den Zapfen selber und setzen ihn dann darauf. Und damit ist das lustige Gefährt schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.